Guten Morgen! Heute schon gefrühstückt? Wenn nicht, dann hast du eventuell eine Essstörung. Und wenn ja, dann eventuell auch. Die Zeiten, wo man einfach gegessen hat, wenn man Hunger hat und Essen vor allem funktional geprägt war, die sind vorbei. Aufgrund der mannigfaltigen Einflüsse der Medien und der Gesellschaft ist Essen zu einem Lifestyle-Faktor mutiert. Das hat positive, aber auch negative Auswirkungen. Positiv ist, dass nun viele Menschen ja einfach wissen, was eine gesunde Ernährung überhaupt ist, was es beinhaltet. Das Video über die perfekte Ernährung, das habe ich euch oben in den Infokarten verlinkt. Negativ ist allerdings, dass das Grundbedürfnis nach Essen, was natürlich ist, pervertiert wird, um gesellschaftliche Anerkennung zu forcieren. Das kann bewusst oder das kann unbewusst geschehen. Es geht damit um die Figur. Besonders ausgeprägte Formen einer Essstörung sind die Magersucht und die Bulimie. Die Fachbegriffe dafür lauten Anorexia nervosa und Bulimia nervosa. Die Magersucht ist dann pathologisch, wenn man sich als zu dick empfindet, aber objektiv Kriterien klar gegen dieses zu dick sprechen. Die Magersucht ist also ein subjektiv wahrgenommenes Bild der Realität, welche aber der Realität, analog jetzt Objektivität, nicht entspricht. Aber diese Subjektivität ist natürlich nicht nur dem Magersüchtigen zu eigen, sondern jeder Mensch hat gewisse subjektive Vorstellungen von etwas, was eben nicht denen der Allgemeinheit entsprechen. Daher ist dieser Punkt, den man oft ketzerisch bei Magersüchtigen auch als Wahrnehmungsstörung bezeichnet, an sich keine Krankheit, sondern einfach eine Ausprägung unserer natürlichen Wahrnehmung. Und die ist nun mal subjektiv. Der Fleischesser ist in den Augen der Wissenschaften auch wahrnehmungsgestört oder ja, sollte wahrnehmungsgestört sein. Er wird in der Öffentlichkeit nicht dazu bezeichnet. Aber rein von dem Faktum, was wir jetzt gesagt haben, ist der Fleischesser wahrnehmungsgestört, da er seinem Körper Dinge zuführt, die ihm schaden. Genau wie das der Magersüchtige eben macht, dass er Dinge nicht zuführt und damit seinem Körper schadet. Aber die Objektivität der Gesellschaft, die nie sofort aktuelle wissenschaftliche Tendenzen aufnimmt, die bezeichnet diesen Fleischesser nicht als wahrnehmungsgestört, nicht mal als Essstörung, obwohl es anhand des destruktiven Potenzials eine ist. Was ich damit sagen will, dass die Krankheit der Magersucht, die entsteht aus einer objektiven Bewertung des subjektiven Gefühls heraus. Es wird als Krankheit bezeichnet, weil das subjektive Gefühl nicht der Objektivität entspricht. Das subjektive Gefühl an sich, und da wiederhole ich mich gerne, und das ist auch gerade bei Magersüchtigen sehr wichtig zu erfahren, ist nicht die Krankheit, sondern nur dessen Ausprägung. Jeder ist subjektiv, nur die Ausprägung ist das Problem. Da sollten sich Magersüchtige nicht für wahrnehmungsgestört betrachten, sondern sie unterliegen einfach stärker der Prägung externer Einflussfaktoren. Da auch der Fokus innerhalb einer psychologischen Behandlung auf die Person selber, auf ihre Gedanken und auf ihre Gefühle, weg von den externen Ansprüchen und den Idealbildern, allenfalls zur Nutzung bei der Überlagerung alter neuronaler Netze. Dann kommt es zum Tragen. Ansonsten ist in der psychologischen Therapie wichtig, was fühlt der Mensch, was denkt der Mensch. Und was neuronale Netze sind, das wisst ihr ja schon oben, Infokarten, brauche ich nicht mehr dazu sagen. Die Bulimia nervosa, also die Bulimie, bezeichnet das Verhalten, temporär viel zu essen, aber aus Angst einer Gewichtszunahme das Essen einfach wieder auszubrechen oder mittels Abführmedikamente wieder auszuleiten oder mittels anschließender Hungerphasen, ne, diese ja, teilweise sogar geplanten Fressattacken einfach wieder mental auszugleichen. Ne. Gekoppelt mit der Magersucht ist ja, dieser Ausgleich gemessen an objektiven Kriterien nicht wirklich ein Ausgleich, sondern ein weiterer Schritt hin zu einem noch dünneren Körper. Und ja, und hier verschwimmt in der öffentlichen Wahrnehmung so ein wenig wieder die eindeutig pathologische Magersucht mit einem Menschen, der sich bewusst ist, dass eine leichte Unterversorgung gemessen an den aktuellen Empfehlungen eine höhere Lebenserwartung und auch ein qualitativ höheres Leben durch ja, weniger chronische Krankheiten, durch eine Verbesserung des Körpergefühls und ja, eben durch auch eine höhere Lebenserwartung beinhaltet. Auch ist in der aktuellen Literatur immer noch ein Zeichen einer Essstörung, wenn man sich mit seiner Nahrung zu sehr und zu intensiv beschäftigt. Dann sagt die Gesellschaft auch, die Objektivität, das ist eine Essstörung. Das ist noch ein Statement aus Zeiten, wo die Wissenschaft ja, noch nicht sich so intensiv mit der Ernährung auseinandergesetzt hat, wie sie es derzeit tut.
Und gerade in den letzten Jahrzehnten ist durch die Informationsgesellschaft, das Internet, das Wissen genau wie die Technologie explodiert. Aber das menschliche Bewusstsein bzw. die Bewusstheit, die zieht dann erst immer später nach. Und aufgrund der neuronalen Netzwerke in unserem Körper ist es gar nicht möglich, seine ungesunde und konditionierte Ernährung zu ändern, wenn man sich nicht intensiv und vor allem permanent mit dem Thema Ernährung konfrontiert, falls eben so viel Wissen gibt. Denn gerade eben Unbewusstheit sorgt dafür, dass vorhandene neuronale Netze immer wieder befeuert werden. Man muss sich also permanent mit etwas befassen, wenn man dauerhaft das verändern möchte. Ein natürliches Essverhalten, das gibt es für den Menschen in Deutschland nicht mehr. Und die Menschen, sie sind durch die Medien einfach zu stark und auch gesellschaftlich zu stark geprägt. Und diese Prägung, die ist nicht immer gesundheitlich orientiert. Bei Firmen ist es klar, sie hat monetäre Hintergründe. Aber auch gesellschaftlich, da spielt Tradition eine große Rolle. Ne? Und Mythen, die überhaupt kein wissenschaftliches Fundament mehr haben. Fleisch macht stark. Lifestyle-Aspekte und damit verbunden gehaltlose Werte, die werden als etwas Wertvolles dargestellt. Ein Mensch in Deutschland kann nur über die intensive Beschäftigung mit der Ernährung zu einer natürlichen, artgerechten und damit gesunden Ernährung finden. Lasst Euch also nicht einreden, nur weil Ihr Euch mit dem Thema Ernährung intensiv beschäftigt, dass Ihr essgestört seid. Deutschland ist essgestört, Europa, die ganze Welt ist essgestört. Eine Störung liegt nämlich dann vor, wenn die Funktion der Nahrungsaufnahme pervertiert wird. Es also nicht mehr um das Essen und deren grundlegende Funktion der Aufrechterhaltung des Organismus geht. Jemand mit Magersucht hat durch die besonders schnell und deutlich gesundheitsgefährdenden Effekte auch eine große Möglichkeit, seine Beeinflussung von externer Seite zu erkennen und sich ausgehend von dieser Krankheit selber zu finden und sich selber zu lieben, gerade weil er diese natürlichen Bewusstseinszustände objektiv verloren hat. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass er dieses erkennt. Wer sich zu Tode hungert, der kann sich nicht lieben. Und dieser Zusammenhang, der müsste eigentlich einem irgendwann bewusst werden. Wie gesagt, es gibt sicherlich Fälle von Magersucht, wo keine Heilung irgendwie forciert werden kann, aber irgendwann kommt man an den Punkt. Wenn ich mich liebe, dann kann ich mich doch nicht zu Tode hungern, das macht keinen Sinn. Und deswegen ist Magersucht, kann auch oft eine Chance sein. Ne? Nicht nur die Magersucht zu heilen, sondern in der gesamten Gesellschaft, sein gesamtes Ich im Kontext der Gesellschaft, das ganze Universum besser zu begreifen. Weil man sich selber gefunden hat, weil man sich losgelöst hat, weil man erkannt hat, wie die Gesellschaft einprägt. Und ja, daher kann Magersucht auch eine Chance sein. Aber was sind denn die gängigen Behandlungsmethoden bei einer Magersucht? Man ist ja, wenn man magersüchtig ist, ist man stark gesellschaftlich geprägt. Man unterliegt diesen Faktoren. Und dadurch kommen zuerst auch immer diese ganzen Behandlungsmethoden auf den Magersüchtigen zu. Und er kann sich da auch nicht in dem Sinne gegen wehren, weil er eben extern beeinflusst. Deswegen ist er ja auch magersüchtig. Das sind die stationäre Behandlung, das Rausreißen aus dem sozialen Gefüge. Wird gemacht. Antidepressiva, Neuroleptika, Schilddrüsenmedikamente, Nahrungsergänzung, Vitamine, das steht alles oft auf dem Plan von diversen Ärzten. Ja. Anstatt den Menschen zu heilen, werden die Symptome der Ausprägung dieser Magersucht bekämpft. Und das zählt ja schon fast zum Standard in unserer heutigen Gesellschaft, die Bekämpfung der Symptome. In Ausnahmefällen, also kurz vor dem Tod des Magersüchtigen, kann sowas auch mal Sinn machen, ne, Medikamente. Aber grundlegend ist, dass ich selber finden und lieben lernen der einzige Ansatz, der Sinn macht. Auch die Positionierung der eigenen Persönlichkeit in Bezug auf die Gesellschaft ist von großer Bedeutung. Das Erkennen, dass man geprägt ist von der Gesellschaft und deshalb so handelt, wie man handelt. Der Gang zum Psychologen ist durchaus hilfreich und auch viel hilfreicher als medikamentöse Behandlung. Aber genau so kann man sich selber ausgehend von intensiven Gesprächen mit anderen Personen, mit anderen feinfühligen Personen auch selber finden. Nichts anderes stößt der Psychologe auch an. Er wird das Ziel der Selbstliebe versuchen euch in euch zu wecken, also dieses Ziel sozusagen zu aktivieren, sage ich mal.
leider häufig über generalisierte Behandlungsbäume und quasi abarbeiten, anstatt individuell einzugehen. Aber es gibt auch gute Psychologen, natürlich. Es gibt genau wie es gute und schlechte Bäcker gibt, gilt es bei den Psychologen genauso, die dann sehr individuell arbeiten. Also der Gang zum Psychologen ist für Magersüchtige absolut zu empfehlen, meiner Meinung nach. Und aber auch nicht zu denken, das ist der einzige Weg. Man intensive Gespräche mit anderen Menschen, das Finden der Selbstliebe und auch die Einsicht, warum man magersüchtig geworden ist und warum man abhängig ist von der Gesellschaft, das ist, glaube ich, sind so die Grundbausteine. Generell ist für den Magersüchtigen oder die Magersüchtige der Kontakt mit anderen Menschen, die die Subjektivität des oder der Magersüchtigen nicht als Krankheit sehen, sondern lediglich die konditionierte Ausprägung, das Allerwichtigste, glaube ich. Weil da erkennt man, dass man nicht per se irgendwie krank ist oder wahrnehmungsgestört, sondern dass man einfach die Subjektivität, diese Einschätzung, die man hat, dass es einfach ein bisschen falsch justiert ist. Und das kommt von außen. Und dann kann man sich ausgehend von einer Selbstbetrachtung und einer Schaffung einer grundlegenden Basis der Welt und der damit einhergehenden Einordnung des Ichs sich selber heilen. Wenn die Symptome einer Magersucht durch Medikamente ausgeglichen werden, da ist die Chance, sich zu heilen, erschwert. Die Not, umso mehr der Körper unter dem Energiemangel leidet, die auch der Magersüchtige aktiv spürt, umso höher die Not, umso stärker ist diese Not auch Katalysator bei geeigneten Maßnahmen, um sich selber lieben zu lernen. Aber der Prozess ist bei jeder ausgeprägten, selbstinitiierten Verhaltensänderung auch ein mehrjähriger Prozess, der viel Aufmerksamkeit und Bewusstheit benötigt. Da macht es schon Sinn, sich Personen zu suchen, mit denen man auch darüber reden kann. Egal ob Psychologe oder eben Freund. Heilung ist möglich durch eine grundlegende Bewusstheit und dadurch forciertes Bewusstsein. Ich hoffe, das Thema kann euch ein bisschen erreichen, gerade wenn ihr vielleicht darunter leidet, und kann euch ein bisschen auch einen Einblick darüber geben, zumindest die Darstellung des Themas heute, dass Magersucht auf jeden Fall was Schwerwiegendes ist. Aber nicht, weil ihr denkt oder weil ihr subjektiv einschätzt, sondern aus dem Grunde, weil die Einschätzung aufgrund externer Faktoren zu stark geprägt ist. Und mit diesem Ansatz kommt ihr, glaube ich, viel besser zurecht, als wenn ihr das so, wie gängig eigentlich die Meinung ist, ja, euch als wahrnehmungsgestört betrachtet. Also das soll es von mir mal zu dem Thema gewesen sein. Es war ziemlich komplex und vielleicht auch ein bisschen zu theoretisch, aber ich wollte einfach mal meine Gedanken fließen lassen zu einem Thema, was mich zwar nicht persönlich betrifft, wo ich aber doch schon in einigen Gesprächen mit den Leuten, die magersüchtig sind, Erkenntnisse gewonnen habe und euch das einfach an der Stelle mal mitteilen wollte. Soll es gewesen sein, bis morgen. Tschüss.